gesagt worden ist, also morgen gilt's und ihr müsst den Herrn Metzler wählen. Und das war ganz lustig, dass ich quasi für ihn dann Wahlkampf gemacht habe, in der Nacht noch vorher und dann, ja, 24 Stunden später wir gemeinsam in den Deutschen Bundestag eingezogen sind. Großartig. Das ist ganz, ganz cool, ja. Später dann, also wenn wir schon beim Thema Wahlkampf sind, ja. Mich interessiert schon, wie sieht so ein Wahlkampf aus? Also gerade jetzt bei der letzten Wahl hast du ja richtig Gas gegeben, zumindest was man jetzt so gesehen hat. Ist mir vielleicht auch so vorgekommen, weil ich dir schon länger auf Instagram folge und auf Facebook. Ja. Das sieht unfassbar stressig aus, nach keiner Sekunde Freizeit und Tag und Nacht 1 Million Hände schütteln. Ja, also das ist schon sehr anstrengend auch. Weil es ja vor allen Dingen nicht nur die heiße Phase, so nennen wir das, des Wahlkampfs ist, das, was man dann so sieht, ne? So diese 8 bis 6 Wochen vorher, man dann so an irgendwie fremden Türen klingelt. Ja, und stelle ich mir super unangenehm vor. Da kann ich gleich mal ein paar Sachen dazu sagen. Gerne. Da erlebt man auch lustige Dinge. Aber das Ganze muss ja vorbereitet werden. Und das fängt ja an mit irgendwie Fotoshooting und was ist denn unsere Strategie? Und dann überlegen wir uns natürlich, wie wollen wir dann mich irgendwie darstellen? Und wollen wir einen Flyer machen? Wie sieht der aus? Was ist sozusagen ein Giveaway, nennen wir das? Also so ein kleines Geschenk. Merchandise-Kram, den wir uns ausgedacht haben, damit man halt die Möglichkeit hat, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist ja vornehmlich dann die Aufgabe. So, und dann war es tatsächlich, also es war eine relativ lange Planungsphase. Man muss schon überlegen, selbst für so einen Wahlkampf hier vor Ort, wir haben immerhin 280.000 Menschen, die hier in diesem Wahlkreis wohnen und wo es tatsächlich darauf ankommt, ja, wie gesagt, wer halt die meisten Stimmen hat, der gewinnt. Deswegen, und wer halt nicht gewinnt, also das wäre jedenfalls 2017 so gewesen, wenn ich den Wahlkreis hier nicht gewonnen hätte, wäre ich auch aus dem Bundestag rausgeflogen, weil eben zu dem Zeitpunkt 2017 die Liste nicht mehr gezogen hat. Okay. Also das nennen wir, wenn einfach so viele Leute Wahlkreise gewinnen, aber der prozentuale Anteil der Partei relativ niedrig ist, dann kommen eben nur die Direktgewählten rein und die auf der Liste stehen, eben nicht. Macht so. Ja auch irgendwie Sinn. Ja. Macht ja auch irgendwie Sinn, genau. So, und deswegen habe ich da ziemlich viel Aufwand natürlich getrieben. Das kostet auch durchaus relativ viel Geld. Wie viele Leute sind da mit dabei bei so einem Wahlkampfteam? Ja, das ist dadurch, dass es natürlich ehrenamtlich läuft, ist das gar nicht so genau zu sagen. Also man hat natürlich so ein paar Ratgeber, die auch mal so Wahlkämpfe schon gemacht haben, die einem dann den einen oder anderen Tipp geben. Dann sind es natürlich dann wiederum die Junge Union, die mich dann unterstützt, die auch ja so Großplakate aufstellt oder gerade, also ich habe relativ viel Haus-zu-Haus-Wahlkampf tatsächlich gemacht. Also ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, Wahnsinn. Wir hatten ja so eine App, wo wir das dann eingetragen haben und so. Damit man weiß, wo man schon war? Dass man nicht irgendwie 5-mal oder die aus dem Team dann 5-mal klingeln oder so, das sind die Leute dann auch genervt. Also wir haben, glaube ich, 7.000 bis 8.000 Türen geklopft hier im Wahlkreis, was ziemlich viel ist. Ja. Und das konnte ich natürlich gar nicht alleine machen, sondern da haben mich auch dann viele unterstützt. Und es war teilweise so, dass wir, keine Ahnung, mal so 10, 15 Leute waren, haben dann 2er-Teams gemacht. Und haben dann mal so einen ganzen Ortsteil irgendwie in Angriff genommen und waren dann bei den Leuten und haben geklingelt. Und wenn ich dann logischerweise mit dabei war, habe natürlich mich vorgestellt und habe gesagt, nur dass Sie es wissen, ich bin der Abgeordnete und ich kandidiere jetzt auch wieder. Und wenn Sie nochmal eine Frage haben, hier. Und dann kamen wir, man soll ja eigentlich keine Wortspiele im Marketing machen, aber wir haben ein Wortspiel gemacht, nämlich wir haben ein Johannisbeergelee in kleine Gläschen abgefüllt. Das war sogar selbst gekocht. Nicht schlecht. Das war sogar selbst gekocht und haben das dann verteilt. Das fanden tatsächlich die Leute eigentlich ziemlich gut. Und dadurch kommt man natürlich ins Gespräch und das sind natürlich dann keine langen Kontakte. Also da gab es dann auch mit Wutbürgern längere Diskussionen. Aber ansonsten war eigentlich die Erfahrung, dass ganz viele das gut fanden, dass sie auch mal den Abgeordneten sehen, nicht nur in der Zeitung lesen. Und jetzt im Nachgang, jetzt so in den letzten 2 Jahren, haben sich auch ganz viele, die sich dann bei mir melden, so am Telefon oder per Mail oder auch über die sozialen Netzwerke, irgendwie darauf berufen, sie waren doch damals bei uns an der Tür und die haben doch gesagt, wenn wir mal ein Problem haben oder ein Anliegen, dann können wir uns melden und there I am, ja, also so, das ist unser Problem. Und genau, das war ziemlich spannend und natürlich anstrengend. Lass mal nach Berlin vorspringen. Mhm. Jetzt sitzt du im Bundestag, also jetzt nach deiner ersten Wahl. Das ist doch auf jeden Fall eine komplett andere Welt auf einmal, oder? Ja, das, das, das,
Denkt man so, aber irgendwie auf der anderen Seite auch nicht. Also als ich 2013 in den Deutschen Bundestag gekommen bin, natürlich, das war schon eine andere Situation. Ich war damals der zweitjüngste Abgeordnete insgesamt. Man ist ja auf einmal auch Arbeitgeber. Also ich habe ja dann auch Mitarbeiter und dann muss man Mitarbeiter einstellen und war ja bis jetzt irgendwie immer nur auf der anderen Seite gesessen. Mir so ein bisschen dann überlegt, okay, was sind eigentlich die Dinge, auf die ich Wert legen würde bei Mitarbeitern. Also das war ganz spannend. Wie viele Mitarbeiter hast du dann? Ich habe derzeit 4 Mitarbeiter. Nicht schlecht. Und noch 2 Studenten. Genau. Die mich halt einfach unterstützen, die mir ein bisschen helfen, dass ich meinen Terminkalender gut im Griff habe, die auch mal das eine oder andere inhaltlich vorbereiten. Und jetzt gerade in der Ausschussarbeit im Finanzausschuss, das sind ja hochkomplexe Themen, ja, viele Steuerthemen. Wir haben jetzt gerade diese gesamten Themen auch im Bereich des Klimaschutzes, Klimaschutzpaket. Da sind ja viele steuerliche Themen, die auch behandelt werden, wenn es um energetische Gebäudesanierung geht oder Pendlerpauschale und solche Geschichten. Und die dann auch tatsächlich in den Verhandlungen halt mit dabei sind. Und mir die in Teilen dann auch vorbereiten, die selbst auch viel telefonieren und auch gut Bescheid wissen. Genau, also dieses Thema Mitarbeiterführung dann auch, es ist was Neues. Aber ansonsten ist tatsächlich der Deutsche Bundestag jetzt nicht so ganz anders als der Stadtrat von Bad Dürkheim. Nur halt, dass es mehr Leute sind. Das ist unvorstellbar für mich. Nur, dass es mehr Leute sind, dass es ein Stück weit andere Themen geht und dass es Geld, um was es geht, was anders ist. Aber die Grundstruktur, also wie kommt man zu Entscheidungen? Wie ist auch eine Arbeitsweise? Also sowohl der Dürkheimer Stadtrat als auch der Deutsche Bundestag sind arbeitsteilige Gremien, ja? Also also man denkt ja immer, dass die Abgeordneten irgendwie alles machen, jedes Thema behandeln, aber es ist ja nicht so, sondern wir sind sozusagen Experten für verschiedene Themen und als Experten sitzen wir dann im Ausschuss. Ja, und da gibt es den Gesundheitsausschuss, die machen vor allen Dingen Gesundheitspolitik, den Auswärtigen Ausschuss, Außenpolitik ist ja auch gerade spannend, ja, mit Putin, Erdogan, Trump und Co. Unfassbar, da durchzublicken auch. Also. Dann gibt es eben den Sportausschuss, den Tourismusausschuss, den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss und eben diese Fachgremien, um eben in der Komplexität der Entscheidung es hinzukriegen, dass sich Leute wirklich dann auch intensiv mit einem Thema beschäftigen können. Und das ist im Übrigen im Stadtrat von Bad Dürkheim auch so. Also okay. Auch hier gibt es irgendwie den Sozialausschuss, den Sportausschuss, den Bauausschuss, den Hauptausschuss, wo im Grunde genommen die allermeisten Entscheidungen, die dann später in den Stadtrat kommen, schon vordiskutiert sind. Aber ist der Druck da nicht viel größer, wenn du in Berlin bist? Ich meine, du hockst dann im Paul-Löwe-Haus in deinem eigenen Büro, und wo man als normaler Mensch nicht so einfach reinkommt und dann auch noch kannst deine Kunstwerke aussuchen, die an der Wand hängen, ja. Um dich rum sind hast die ganzen großen. Ja, gut, ich habe alles sehr klar. Gut, ja. bist umgeben von den ganzen großen Politikern, die man auch aus dem Fernsehen kennt. Ja. Da musst du da also hochsteigen. Als ob ich da jetzt irgendwie kokettieren würde oder so, aber das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so empfunden. Was vielleicht auf der einen Seite daran liegt, dass ich ja vorher nichts gemacht habe. Also, wie gesagt, über dieses Amt des Landesvorsitzenden der Jungen Union war ich ja auch oft im politischen Berlin unterwegs. Andere Landesvorsitzende, Kollegen von mir oder mein Bundesvorsitzender damals, Philipp Missfelder, der war ja damals schon im Deutschen Bundestag und war Sprecher für Außenpolitik. Da gibt es ja dann auch Versammlungen dann auf Bundesebene, wir nennen das Deutschlandtag, wo sich dann die Junge Union 3 Tage trifft, wo ja dann Merkel und andere Minister oder Spitzenpolitiker ja da waren. Und auch Hintergrundrunden, wo man dann auch mal mit dabei ist. Das war dann halt immer cool, ne? Also wenn du halt als Student Termin bei Bundespräsidenten in kleiner Runde mit den Landesvorsitzendenkollegen, das war immer eine coole Sache. Sprich, da war schon eine gewisse Verbindung dann auch zu Berlin da. Und deswegen, habe ich eigentlich diesen Druck da nicht so empfunden. Und der zweite Punkt ist schon, dass wenn du dann da gewählt wirst, dann geht alles unglaublich schnell und man fühlt sich ein Stück weit, als ob man dann auf eine Schiene gesetzt wird und dann fährt man dann sozusagen einfach da lang und hat gar nicht so viel Zeit, glaube ich, zu überlegen, was da gerade passiert. Hast du auch mit den, ich sag mal Anführungsstrichen, großen Politikern zu tun, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst? Ja, also klar. So 1-zu-1-Gespräche oder so ein Kram, also Thema von mir aus, na klar, Merkel ist ganz oben, ja.
Hast du mit der auch zu tun zum Beispiel? Na, also die unsere Arbeit ist ja so organisiert, dass wir eben ja, ungefähr 23 Wochen im Jahr sind wir in Berlin, von Montags bis Freitags, das nennt sich Sitzungswoche. Und immer dienstags ist Fraktionssitzung. Mhm. So in der Fraktionssitzung treffen sich dann alle von jeder Partei, ne? Die Grünen für sich, die AfD, Linke, FDP und halt eben auch wir. Und das ist auch ein Pflichttermin, das ist auch ein Pflichttermin für die Kanzlerin. Also in den 6 Jahren, in denen ich jetzt im Deutschen Bundestag bin, war die Kanzlerin, glaube ich, irgendwie 3-mal nicht da. Also sie ist dann immer auch da. Okay. So, und da geht es halt auf der einen Seite darum, dass man die Gesetze, die gerade anstehen, halt diskutiert und dafür sorgt, dass es sozusagen Mehrheiten gibt oder Beschlüsse, dass wir das einbringen wollen oder wie wir uns zu bestimmten Themen stellen. Aber es gibt auch einen Tagesordnungspunkt 1, der heißt Aussprache. Und das funktioniert also folgendermaßen, dass es eben zuerst einen politischen Bericht gibt, unseres Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, dass dann die Kanzlerin dann auch aus ihrer Sicht nochmal die Lage beleuchtet, ergänzt. Jetzt, seit wir da diese Konstruktion haben mit Kanzlerin auf der einen Seite, Parteivorsitzender auf der anderen Seite, spricht dann auch Annegret Kramp-Karrenbauer dann immer und der Markus Söder als CSU-Chef war jetzt irgendwie vor anderthalb Wochen auch da und dann erzählen die erstmal so aus ihrer Sicht und dann gibt's immer in der Aussprache die Möglichkeit, dass jeder Abgeordnete dann ans Mikro gehen kann und von Fragen, sage ich mal, im eigenen Wahlkreis bis eben zu den großen politischen Themen dann auch adressieren kann und halt konkret nachfragen kann, ja, Frau Bundeskanzlerin, wie gehen wir da jetzt vor? Oder warum ist denn jetzt diese Entscheidung so und so gefallen? Und das ist ganz spannend, weil je länger die Aussprache dauert, desto mehr weiß, das ist ein guter Indikator dafür, wie hitzig, glaube ich, auch gerade die Debatten dann in der Gesellschaft sind. Absolut. Also irgendwie Höhepunkt Flüchtlingskrise hatten wir mal eine Aussprache, die ging mit 2,5 Stunden. Mhm. Das ist schon sehr lange dann. Ja, klar. Genau. Also das ist das eine, das ist quasi standardmäßig, wo man die dann alle trifft, dann eben in den Fachthemen. Ja? Also das heißt, dass ich natürlich relativ viel zu tun habe mit Olaf Scholz als Finanzminister. Weil ich im Finanzausschuss bin, also diese ganzen Steuerthemen. Das heißt, man hat mit ihm zu tun, beziehungsweise mit seinen Staatssekretären. Also das sind dann, ja, so könnte man sagen, also so eine Art Stellvertreter sozusagen von ihm, die dann auch zuständig sind, um im Ausschuss dann Rede und Antwort zu stehen. Und dann gibt es natürlich auch noch viele, ja, ein Stück weit informelle Veranstaltungen. Das heißt, also unsere Fraktion ist nochmal aufgeteilt in sogenannte soziologische Gruppen. Die Gruppe der Frauen, dann die junge Gruppe, also der Jüngeren. Das wird irgendwie so gezählt, dass derjenige, der am Wahltag unter 35 ist, der darf dann quasi die gesamte Legislatur sich noch jung nennen. Und der also auch da ist wieder 35 Grenze. Genau, ist das ist ganz lustig, aber ich glaube, die FDP hat es bei 40, weil ansonsten haben das irgendwie ein bisschen größer gemacht. Naja, und mit der jungen Gruppe, das sind dann auch nicht so viele, es sind derzeit 16 Abgeordnete. Da treffen wir uns einmal in der Woche und da haben wir halt eigentlich auch immer alle Minister da. Also wir hatten jetzt vor einer Woche Julia Klöckner da als Landwirtschaftsministerin, eine Woche vorher die Forschungsministerin Anja Karliczek. Da sind wir dann auch natürlich im Kanzleramt und da gibt es dann auch sozusagen in auch ein Stück weit geschützterem Rahmen dann durchaus die Möglichkeit, mal das eine oder andere anzusprechen. Wurdest du gerade am Anfang, ich meine, jetzt bist du ja schon 32, also schon in Anführungsstrichen, ja, und schon irgendwie ein alter Hund dort, aber als du da neu hingekommen bist, warst du ja unfassbar jung und wird man da ernst genommen überhaupt von den anderen? Also ich glaube, das ist ziemlich davon abhängig, mit wem man dann spricht und hat, glaube ich, auch mit dem Alter desjenigen, der dann ernst genommen werden soll, gar nicht so viel zu tun. Also wir haben auch viele Kollegen, die jetzt als Quereinsteiger reinkommen, wo vielleicht auch die Frage ist, versteht der oder diejenige irgendwie die Abläufe und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der ganz große Anteil der Leute nimmt einen natürlich ernst, ja. Und da muss man natürlich auch selbst dafür ein bisschen sorgen, indem man halt auch gut vorbereitet ist und irgendwie auch halt gute Arbeit macht. Und ja, Vorbereitung ist ein gutes Thema. Wie bereitest du dich denn vor? Also wie, allein ich als normaler Bürger, ja, der also ab und zu mal Tagesschau guckt und mal die Heute-Show und so, ist schon nicht ganz so leicht, immer über die politischen Themen informiert zu sein, so zumindest oberflächlich. Ja, aber du bist ja nicht nur oberflächlich informiert, sondern du musst ja noch am besten viel früher viel mehr über irgendein Thema wissen. Ja. Wie erholst du deine Infos über das aktuelle politische Geschehen? Liest du erstmal jeden Tag 3 Stunden, bevor du irgendwo hingehst? Ja, da habe ich leider keine Zeit dafür. Ja, wie denn ja auch.
ach geil, du warst jetzt wirklich 15 Minuten bei YouTube und hast die Folge angehört. Die ganze Folge gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Einfach bei Spotify, iTunes, egal wo du hören willst, einfach nach Hey Du Podcast suchen. Oder einfach direkt auf die Webseite gehen, heydu-podcast.de. Da gibt's alle Infos, alle Folgen, alle Backstage-Hintergründe von den Leuten, mit denen ich spreche. Außerdem wäre es mir eine Ehre, wenn du mir bei Instagram folgst, einen Kommentar da lässt, dich irgendwie meldest und den Podcast natürlich abonnierst. Denn es ist nicht nur diese Folge online, sondern ganz, 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 ganz viele tolle, verrückte Menschen, mit denen ich spreche. Ich hoffe, es gefällt dir und wir hören uns bald. Bis denne.